Wir sind hier an der Berlin School of Mind and Brain bei dem Philosophieprofessor Michael Paun, der sich hier mit der Philosophie des Geistes, der Philosophy of Mind, beschäftigt. Nun haben Philosophen keine Angst vor großen Fragen und eine der größeren Fragen ist wahrscheinlich, wie das Ich mit dem Du umgeht. Wie es kommt, dass wir beide einander überhaupt verstehen können. Und eine mögliche Antwort darauf liefert die Theory of Mind, die Theorie des Geistes. Herr Paun, wer hat denn hier eine Theorie worüber? Also ich glaube, man sollte diesen Ausdruck Theorie da nicht zu wörtlich verstehen. Es geht nicht um eine Theorie in irgendeinem wissenschaftlichen Sinne, sondern eher um Verallgemeinerungen, die wir haben, wenn wir Annahmen darüber machen oder wissen wollen, worüber jemand anders, mit dem wir gerade zu tun haben, denkt, was er für Gefühle hat, welche Erwartungen oder Absichten er hat. Diese allgemeinen Annahmen, die haben aber nicht nur Erwachsene, die irgendwie sich auch wissenschaftlich oder sonst wie mit diesem Thema beschäftigt haben, sondern die haben zum Beispiel auch Kinder. Mhm. Wenn der Begriff jetzt so unscharf ist, warum wird er überhaupt noch verwendet? Also ich lese ihn überall. Ja, das hat zum einen wahrscheinlich mit einer bestimmten Tradition zu tun. Der ist eingeführt worden zu einer Zeit, wo man vielleicht noch ein bisschen freigebiger war mit diesem Theoriebegriff. Zweiter Punkt ist, es ist auch nicht ganz unplausibel, weil sie machen ja tatsächlich Annahmen über etwas, was sie nicht sehen können. Ja, sie beobachten nicht und dann ist die Alternative meistens, sie haben eine Theorie. Wie gesagt, mittlerweile wissen wir, dass da eine ganze Menge von unbewussten Mechanismen eine Rolle spielt. Aber es hat mittlerweile sowohl in der Psychologie als auch in der Philosophie eine Auseinandersetzung genau zu diesem Punkt gegeben. Also inwieweit können wir da überhaupt noch von Theorien sprechen? Und da gibt es eben zwei Alternativen. Die einen sagen, ja, wir brauchen tatsächlich eine Theorie in einem ernsthafteren Sinne. Also um auch unsere eigenen mentalen Zustände zu erfassen, brauchen wir eine Theorie, die wir auch anwenden, wenn wir die mentalen Zustände anderer erfassen. Und dann gibt es andere, die sagen, nee, Ausgangspunkt sind eigentlich unsere eigenen Erfahrungen und wenn wir etwas über jemand anderen wissen, dann simulieren wir nur, was wir selbst in derselben Situation erleben würden. Das ist die sogenannte Simulationstheorie, die also mit wesentlich schwächeren theoretischen Annahmen auskommt. Aber beide Annahmen gehen davon aus, dass sie Antworten liefern darüber, was die Theory of Mind ist. Um jetzt bei Theory of Mind zu bleiben, das klingt sehr kompliziert und es wird nicht weniger kompliziert dadurch, dass es viele Bücher darüber gibt. Dabei ist die Situation selbst doch eine sehr alltägliche. Sie sitzen dort, ich sitze hier, wir beide verstehen uns und auch unsere gesamten Vorfahren haben sich seit Jahrhunderttausenden verstanden. Ist es wirklich so eine große Frage, die man philosophisch beforschen muss? Na doch, also die Frage ist natürlich, also der erste Punkt ist, wie kriegen wir das überhaupt heraus? Wie ist es überhaupt möglich, dass wir Annahmen oder eigentlich ganz gute Annahmen über etwas machen, was wir überhaupt nicht sehen können. Ja, Sie sehen von mir nur ein bestimmtes Verhalten, Sie hören vielleicht, was ich sage, aber trotzdem haben Sie eine ganz gute Vorstellung davon, in zumindest sehr vielen Fällen, was ich denke, zum Beispiel was ich will, möglicherweise auch welche Gefühle ich habe. Und von einer Theorie muss man deswegen sprechen, eben deswegen, weil man das nicht direkt beobachten kann. Warum muss man das beforschen? Also warum ist das auch ein philosophisch interessanter Gegenstand? Naja, gut, einfach deswegen, weil man auf der einen Seite wissen will, wie funktioniert das überhaupt? Und auf der anderen Seite, weil diese Vorstellung, die man von anderen hat, auch eine ganz große Bedeutung für ein ganz altes philosophisches Thema haben, nämlich für die Vorstellung, die man von sich selber hat. Und der entscheidende Punkt dabei ist, dass die Vorstellung, die man von sich selber hat, durch so eine Art von Kontrast, durch so eine Art von Absetzung aus der Vorstellung, die man von anderen hat, entwickelt wird. Wie kann man sowas überhaupt erforschen? Na, also es gibt in der Psychologie eine ganze Reihe von Untersuchungen, in denen man Kinder zum Beispiel in die Situation bringt, dass sie bestimmte Probleme nur lösen können, wenn sie entweder korrekte oder falsche Annahmen über die Überzeugungen, Wünsche, Emotionen einer anderen Person machen. Also sowas, ich erinnere mich an diesen Versuch mit dem Schrank, was glaubt Karl, wenn er zurückkommt, wo der Teddybär wäre, sowas. Ganz genau. Das ist natürlich eine Sache, also da geht es darum, Sie sind mit zwei Kindern in einem Raum, in dem Raum befindet sich ein Schrank und Sie verstecken dann in dem Schrank, sagen wir mal, eine Puppe. Eines dieser Kinder geht raus, Sie nehmen diese Puppe aus dem Versteck, tun die woanders hin und fragen dann das Kind, das in dem Raum verblieben ist, wo wird das andere Kind die Puppe suchen. Und in dem Moment muss dieses Kind, mit dem Sie gerade sprechen, eine andere Annahme darüber machen, sich überlegen,
was würde dieses andere Kind jetzt tun? Welche Erwartungen hat dieses andere Kind? Und kleine Kinder, also so bis zu 4 Jahren, gehen einfach davon aus, dass die anderen Kinder genau dasselbe wissen und genau das andere erwarten, dasselbe erwarten, wie sie selbst auch. Kinder oberhalb von 4 Jahren wissen, das andere Kind kann ja gar nicht wissen, dass diese Puppe mittlerweile von dem einen Versteck ins andere gelegt worden ist. Das muss also noch an der Stelle suchen, wo die Puppe sich ursprünglich befunden hat. Das ist aber eine ziemlich komplizierte Überlegung. Und das ist eine Überlegung, in der Kinder, na nicht zum ersten Mal, aber doch in einer besonderen Art und Weise die Besonderheit von Überzeugungen erkennen. Nämlich, dass Überzeugungen auch falsch sein können und dass ihre eigenen Überzeugungen von den Überzeugungen anderer abweichen können. Sind es denn nur die 4 Jahre oder lässt sich das auch schon früher beobachten? Also bei Säuglingen bzw. bei, Kindern mit mehreren Monaten? Natürlich kann man da schon was sehen. Also das fängt schon im Grunde genommen, also die frühesten Anzeichen für die Fähigkeit oder für die, sagen wir zumindest Voraussetzung der Fähigkeit, sich in die Situation eines anderen zu versetzen, die finden sich schon direkt nach der Geburt. Also direkt nach der Geburt strecken Kinder ihnen zum Beispiel eine Zunge raus, wenn sie ihnen die Zunge rausstrecken. Ja, die reagieren sofort darauf. Und das zeigt schon, dass da eine Brücke ist zwischen dem Verhalten, was die Kinder sehen und dem Verhalten, das die Kinder zeigen. Mittlerweile wissen wir ungefähr, was da im Gehirn passiert, wenn sowas, wenn genau dieses geschieht. Und diese, wenn man so will, Synchronisation zwischen dem, was in dem Gehirn des Erwachsenen und dem Gehirn des Kindes passiert, ist eine Grundlage dafür, dass die Kinder verstehen können, erst auf eine ganz basale Art und Weise, eine ganz einfache Art und Weise, aber doch verstehen können, was mit jemand anderem passiert. Also erster wichtiger Schritt ist zum Beispiel, so mit 6 Monaten haben Kinder Erwartungen, dass Menschen Ziele verfolgen. Wenn sie also zum Beispiel hier dieses Glas sehen und die Kinder sehen, ein Erwachsener greift dahin oder eine Maschine greift dahin, und sie dann in einem zweiten, und die greifen in beiden Fällen das Glas, also die Maschine hat so einen Greifarm, und dann verstellen sie das Glas. Und dann erwarten die Kinder schon mit 6 Monaten, dass der Erwachsene dann nach dem Glas an der verstellten Position greift, wenn sie erwarten, dass die Maschine an dieselbe Stelle greift. Das heißt, sie können 2 Sachen, das ist eine ganz komplizierte Geschichte, sie können 2 Sachen gleichzeitig. Einmal, sie können zwischen Menschen und Maschinen unterscheiden mit 6 Monaten, ja. Liegen noch im Bett den ganzen Tag und so weiter und so fort. Können zwischen Menschen und Maschinen unterscheiden und haben sogar schon spezifische Erwartungen daran, was die Menschen können, was die Maschinen können. Und das geht dann mit 9 Monaten, haben die noch wesentlich weiterreichende Fähigkeiten. Okay, Sie haben von der Vorstellung gesprochen, die wir haben, was im Gehirn stattfindet. Wie ist denn die Vorstellung? Na, die Vorstellung ist, oder eine der wesentlichen Grundlagen, die gerade in den letzten Jahren, oder es gibt im Grunde genommen 2 Dinge, die relativ nah beieinander liegen. Einmal die sogenannten Spiegelneurone. Das sind Neurone, die aktiv werden, sowohl wenn man selber eine Handlung vollzieht, wie auch wenn jemand anderes eben dieselbe Handlung vollzieht. Und die schaffen sozusagen eine Brücke zwischen dem, was man selber tut, und dem, was jemand anderes tut. Ja, und sie kamen dann, und eine etwas weiterreichende, aber sehr eng damit verwandte Beobachtung ist, dass bei dem Vollzug einer bestimmten Bewegung oder auch bei dem Erleben einer bestimmten Emotion dieselben neuronalen Areale aktiv werden oder im Allgemeinen dieselben neuronalen Areale aktiv werden, wie dann, wenn sie diese Emotion oder diese Bewegung beobachten. Und auch das liefert eine unmittelbare Brücke zwischen der Selbstbeobachtung und der Fremdbeobachtung. Und auch deswegen sollte man diesen Theoriebegriff da nicht so ganz hochhängen. Also einfach, weil so ganz basale Prozesse dabei schon eine Rolle spielen. Schmerz war doch da ein wichtiger Punkt, oder? Das ist zum Beispiel dafür. Ja, also wenn Sie sehen, wie jemand anders, zumindest jemand, der Ihnen auf irgendeine Art und Weise nahesteht, Schmerzen empfindet, dann basiert die Empathiereaktion offensichtlich darauf, dass dieselben Areale in Ihrem Gehirn aktiv werden, wie Sie aktiv werden, wenn Sie selber diese Schmerzen empfinden. Und wenn diese Areale fehlen, dann fehlt Ihnen eben nicht nur die eigene Schmerzempfindung, sondern dann können Sie das auch bei anderen nicht mehr erkennen. Was ist denn bei Leuten, die diese Theorie über die Vorgänge im Geiste des anderen nicht entwickeln können? Das ist ein bekanntes Phänomen oder ja, eine bekannte Störung, Autismus, beziehungsweise also bei Personen, die, wie soll man sagen, sehr weitreichende geistige Fähigkeiten haben, das sogenannte Asperger-Syndrom, gibt es auch einen Film drüber. Dann haben
Kinder bzw. die betroffenen Patienten eben ganz große Schwierigkeiten zu verstehen, was jemand anders meint, welche Absichten er hat, vor allem wenn diese Absichten nicht so offensichtlich ist. Es ist aber nicht so, dass sie dann überhaupt keine Vorstellung mehr davon haben, sondern wir wissen mittlerweile, dass sie auf vielfältige Art und Weise diese Ausfälle kompensieren können. Und eine Menge Leute, die eine sehr große Karriere gemacht haben oder auch heute noch eine sehr große Karriere haben, scheinen offensichtlich an diesem Asperger-Syndrom zu leiden. Also es gibt im Internet Webseiten darüber, welche Genies an Asperger litten. Spielt das auch bei Psychopathie eine Rolle? Das ist eine Störung, die tatsächlich gravierende Konsequenzen haben. Zu denen eine Störung, zu der unter anderem auch typischerweise gehört, dass man Schwierigkeiten hat, sich in die Lage eines anderen zu versetzen. Und das kann in der Tat dazu führen, dass sie ihre Gewaltbereitschaft in bestimmten Bedingungen nicht mehr unter Kontrolle haben. Also da gibt es sicherlich noch andere Gründe für diese mangelnde Kontrolle der Gewaltbereitschaft, aber eine sehr häufig vorkommende Situation ist normalerweise, wenn jemand am Boden liegt und dann haben wir eine gewisse Hemmung, weiter auf diese Person einzuschlagen, also wenn innerhalb einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Und das ist bei diesen Leuten nicht so. Das ist auch so, dass die auf eine für uns schwer nachvollziehbare Art und Weise, wie soll man sagen, übergehen können von völlig friedlichen Situationen, wo die irgendwo Weihnachten feiern und dann anschließend einen Laden ausräumen und da jemanden niederschlagen. Also da scheinen bestimmte Steuerungsmechanismen ausgefallen zu sein, die uns normalerweise eben ein halbwegs, wie soll man sagen, friedliches Leben innerhalb einer Gemeinschaft ermöglichen. Und es ist eben so, dass Leute mit dieser Störung, normalerweise kommt das so bei 2% aller erwachsenen Männer vor, und wenn Sie eine Population im Gefängnis untersuchen, dann haben Sie so 60-80%. Also das scheint Sie schon sehr stark dazu zu prädestinieren. Was mich immer wundert ist, wenn ich eine Theorie darüber entwickle, was in Ihrem Kopf vor sich gehen könnte, also wo man ja den Konjunktiv nehmen muss, ist es doch meine Theorie. Und die basiert auf dem, was in meinem Kopf vor sich geht, auf meinen Erfahrungen, auf meinen Werten. Damit spiegelt meine Theory of Mind wieder, wie ich ticke. Und sagt doch damit mehr über mich als über Sie, oder? Auf eine bestimmte Art und Weise ist das sicherlich so. Natürlich gehen wir erstmal von uns aus, und das ist ja auch so, im Volksmund spielen solche Sachen ja auch eine Rolle, dass man zu sehr von sich selbst auf andere schließt. Aber ich glaube, das geschieht nur in bestimmten Grenzen, weil Sie natürlich immer wieder eine Kontrolle haben. Wenn Sie falsche Annahmen zum Beispiel über meine Absichten, über meine Gefühle machen, dann werden Sie einfach falsch reagieren, und Sie werden das nachher sehen und werden das vermutlich in Zukunft korrigieren. Das heißt, es ist nicht so, dass Sie da irgendwie im luftleeren Raum schweben, sondern in der persönlichen Interaktion haben Sie immer wieder eine Korrekturmöglichkeit. Sie werden dann feststellen, nee, der hat ja gar nicht so reagiert, wie ich das erwartet habe. In solchen Situationen reagiert man offensichtlich völlig anders. Wir sind aber jetzt schon wieder auf einer Ebene, wo wir diesen Theoriebegriff sehr wörtlich genommen haben. Ja, die Beispiele, von denen wir eben gesprochen haben, also dass da neuronale Areale bei beiden Personen aktiv werden, die zeigen, dass man diesen Theoriebegriff, wie gesagt, relativ schwach verstehen sollte. Also kleine Kinder müssen keine philosophischen Bücher lesen, um zu verstehen, wie ihre Eltern ticken. Ja, das können die sozusagen ganz von alleine, und wie gesagt, die Theorie ist da. Okay. Abschlussfrage. Wenn ich jetzt vergleiche wenn Sie einschätzen müssten, wie das Verhältnis zwischen der Erforschung des Wir ist, also in Bezug auf Empathie, wie wir einander verstehen, im Verhältnis zu der Erforschung des Ichs, also Bewusstsein und Selbst, wo würden Sie sagen, haben wir noch den längeren Weg zu gehen? Ich glaube, in Bezug auf das Bewusstsein. Also da gibt es wirklich noch ganz grundlegende Probleme. Also es gibt ganz viele Dinge, die wir wirklich noch nicht verstehen. Es gibt eine Reihe von Theorien darüber, wie man sich die Entstehung von Bewusstsein vorstellen kann oder was den Unterschied macht zwischen, sagen wir mal, bewussten und unbewussten Emotionen, bewussten und unbewussten Wahrnehmungen. Aber da stehen wir wirklich noch weitgehend am Anfang. Dafür reichen einfach unsere Methoden heute auch noch nicht aus. Und auch die Theorien, die es da gibt, sind, wie gesagt, sicherlich in vielerlei Hinsicht unvollkommen. Es ist sogar so, viele Philosophen bestreiten, dass es überhaupt möglich sein wird, Bewusstsein zufriedenstellend zu erklären. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Aber wir stehen noch so weit am Anfang, dass selbst solche Vorstellungen immer noch sehr viel Zulauf haben und noch sehr plausibel erscheinen können. Selbstbewusstsein ist eine andere Sache. Da haben wir vor allen Dingen gute psychologische Methoden, um herauszufinden,
wie sich diese Fähigkeit, sich selbst als sich selbst zu erkennen, sinnvolle Annahmen über sich selber zu machen, wie sich die entwickelt. Und da wissen wir eigentlich schon eine ganze Menge. Und dasselbe gilt auch für die, wie soll man sagen, die soziale Interaktion. Da hat es ja schon seit langer Zeit philosophische Theorien gegeben. Das finden Sie schon am, am Beginn des 20. Jahrhunderts bei den Phänomenologen. Da haben wir mittlerweile natürlich in der Soziologie, wissen wir da eine ganze Menge, und auch in der Sozialpsychologie. Und jetzt in den letzten Jahren ist auch die soziale Neurowissenschaft dazu gekommen, die uns zeigt, wie die Mechanismen aussehen, die solchen sozialen Interaktionen zugrunde liegen. Also da machen wir im Moment relativ große Fortschritte. Und insofern würde ich sagen, auch da sind wir schon relativ weit. Und da kann man einigermaßen davon ausgehen, dass die wesentlichen Fragen doch ganz gut mit den heute zur Verfügung stehenden Methoden erfassbar sind. Ist eine gute Zeit, um Philosoph zu sein, oder? Das ist, ja, natürlich, klar. Ja, also es wird immer so behauptet, ja, die, den Philosophen werden alle ihre Themen von den Wissenschaftlern abgenommen, aber das ist, stimmt einfach nicht. Ja, es werden, also gerade durch diese grundlegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse werden so viele interessante philosophische Fragen neu aufgeworfen, dass man sich da erstmal, glaube ich, keine Angst machen muss, arbeitslos zu werden. Herr Paun, vielen herzlichen Dank. Bedanke mich auch.